Was ich spannend fände, wäre schon auch so in diese Richtung Hawkeye zu gehen, dass man beispielsweise einem Trainer draußen die Möglichkeit gibt, einfach nochmal eine Situation zum Beispiel zu prüfen oder zwei Situationen im Spiel zu prüfen. Ich fände, das wäre einfach mal was Neues, was ja auch zu einer Fairness beitragen würde. Ich meine, wir brauchen uns nur die Trainerteams der Bundesliga, der Premier League, der Top 5 Ligen angucken. Mittlerweile hast du ja nicht mehr einen Co-Trainer, sondern du hast eigentlich mindestens zwei. Du hast vielleicht noch einen Co-Trainer-Spielanalyse mit dem Trainerteam. Du hast Datenanalysten, manche Clubs haben mehr, manche weniger integriert. Da habe ich noch gar nicht über Athletiktrainer gesprochen. Sportfunk, wo Sport auf Business trifft. Powered by Coach Whisperer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sportfunk, der Podcast, der Sportbusiness präsentiert. Heute zu Gast, neben altbekannt Josie, Dr. Hello. Anselm Küchle. Moin! Schön, dass du dabei bist. Anselm, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weilchen. Erzähl mal, wo kommst du her und was hat dich in den Bereich des Sportbusinesses gebracht? Ja, erstmal hallo, servus auch von meiner Seite. Wie man vielleicht schon dann unschwer hören kann, komme ich aus Bayern, aus München. Ja, wir sitzen, das Internationale Fußballinstitut sitzt in Ismaning. Dort arbeite ich auch schon bereits seit knapp 9 Jahren. Und das beantwortet zugleich auch deine Frage. So bin ich im Endeffekt auch in das Sportbusiness, in das Fußballbusiness auch eingetaucht. Sehr gut. Du hast ja auch promoviert und dich damit mit dem Thema Trainerkompetenzen beschäftigt. Und das ist ja für dich heute gar nicht das erste Mal Podcast. Das heißt, du hast ja auch selber einen Podcast und hast dort auch einige Trainer, mit denen du dich unterhältst und mit denen du dich austauscht. Kannst du uns da mal ein paar Einblicke geben, was du in deiner aktiven Trainerzeit gemacht hast und inwieweit dich das in deiner Promotionsstelle eben begleitet hat? Ja, gerne, gerne. Und du sagst zwar, ich kenne mich mit Podcasts aus, das stimmt. Aber ich meine, heute, das ist ja schon ein bisschen eine andere Form, hier mit Bild, ja, hier in einem wunderbaren Studio, also von daher heute etwas anderes, ja, sonst ist nur die Stimme entscheidend, heute muss man sogar im Bild glänzen, Wahnsinn. aber ja, du hast es gesagt, ich habe auch ein bisschen was mit Podcast zumindest zu tun, es ist ja nicht meiner, sondern der DFB-Akademie, wo wir eben über Trainerkompetenzen sprechen, mit Trainern, über Kompetenzen, die Trainer benötigen. Naja, das macht super viel Spaß, weil wir da ja auch mit, ich sage jetzt mal, mit den besten Trainern Deutschlands auch zusammenkommen. Und wie bin ich im Endeffekt dazu gekommen oder was hat mich geprägt? Im Endeffekt ist es so, dass ich wie ganz, ganz viele andere Menschen von klein auf Fußball gespielt habe und dann als Jugendlicher reingeschmissen wurde in der Jugendmannschaft und ich für mich erkannt habe, oh, das macht mir richtig viel Spaß, mit Menschen, in dem Fall waren es dann erstmal Kinder, auf dem Platz zusammenzuarbeiten, ihnen bei ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen. Und das hat mich richtig erfüllt. Ja. Und so bin ich da hängen geblieben damals, neben meinem aktiven Spielen. Neben meinem Sportstudium habe ich dann unzählige Mannschaften trainiert, von den ganz, ganz Kleinen, von den Bambinis bis hoch zu Erwachsenen im Endeffekt. Ich war dann auch im Ausland, in Kenia, habe da Mannschaften trainiert in einer wunderbaren Zeit. Sodass ich eigentlich da, wie gesagt, mit unterschiedlichen Altersstufen auch zusammengekommen bin, auch unterschiedlichen Leistungsstufen, von denjenigen, die vielleicht anfangen damit, ja, bis zu denjenigen, die es auf einer sehr professionellen Basis tun. Und gleichzeitig habe ich aber dann für mich entschieden, das war so, ja, etwa vor 5, 6 Jahren, dass einfach neben dem Beruf das Trainerdasein auf dem Platz einfach schwierig ist. Ja, das ist schon immer eine Herausforderung. Das weiß auch jeder Trainer, der unterwegs ist, der aktiv ist, dass immer auch die Frage ist, welche Priorität lege ich denn in den Trainerjob? Ja, und wie viel mache ich die anderen Dinge im Leben, die mir so wichtig sind? Und ich habe halt für mich entscheiden müssen, okay, mein Beruf ist nicht der Trainer auf dem Platz, ja, sondern mein Beruf ist ein anderer. Und dennoch bin ich aber am Trainer dran geblieben und habe dann eben die Möglichkeit gehabt, zu promovieren, ja, und habe dann eben an der LMU in München in Kooperation mit der DFB-Akademie meine Promotion zu Trainerkompetenzen abgeschlossen.
Und das war eine sehr gute Entscheidung, wenngleich manchmal das Herz blutet, wenn man dann auf dem Rasen steht und sich denkt, ah, es fehlt schon ein bisschen. Ja, also dennoch bin ich happy, wie es ist. Und so rückblickend betrachtet, wenn du jetzt auf deine Trainerkarriere zurückblickst, du hast erzählt, du hast sogar auch in Kenia trainiert, Bambinis bis Herren, was würdest du sagen, auch jetzt im Einbetracht deiner Arbeit und deiner wissenschaftlichen Analysen, was ist die wichtigste Trainerkompetenz, die man mitbringen muss, um erfolgreich zu sein? Also hier kann man sicherlich auch nochmal unterscheiden zwischen dem, was wir in der Studie herausgefunden haben und was jeder für sich selbst erkennt in der Praxis, denn eins ist ganz klar, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch, und da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, hat andere Stärken, ja, die er oder sie einbringen kann. In der Studie haben wir ja unterteilt in vier große Kompetenzfelder. Ja, das sind auf der einen Seite die personalen Kompetenzen, so die ich-bezogenen Kompetenzen. Wir haben die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, wie komme ich in die Umsetzung. Ja, wir haben sozial-kommunikative Kompetenzen, das sind die Kompetenzen, die ich brauche, um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, eine Beziehung aufzubauen. Und wir haben die Fach- und Methodenkompetenzen. Und wir haben insgesamt gesehen, dass die Fach- und Methodenkompetenzen vermeintlich, laut unseren Experten und Expertinnen, eben nicht die allerwichtigsten sind. Ja, wenn es darum geht, ist es ein guter oder ein schlechterer Trainer. Sondern wir haben gesehen, dass vor allem diejenigen Kompetenzen extreme Bedeutung haben, die einfach für den Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen elementar sind. Ja, das ist die Kommunikation beispielsweise. Das ist die Glaubwürdigkeit, ja, die nicht zu verwechseln ist mit der Authentizität, über die ja sehr, sehr oft gesprochen wird. Ja, wir müssen authentisch sein. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber Glaubwürdigkeit ist etwas extrem Bedeutendes, weil wenn ich als Spielerin, Josie, du wirst es gleich mit Sicherheit bestätigen können, wenn ich als Spielerin oder als Spieler meinem Trainer die Dinge, die er mir erzählt, nicht abnehme, ja, dann kann man eigentlich die Beziehung zwischen Spieler und Trainer in den Mülleimer schmeißen. Also von daher, Glaubwürdigkeit würde ich schon herausnehmen aus den personalen Kompetenzen, extrem bedeutend. Dann haben wir aber auch noch zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit, ebenso eine extrem elementare Kompetenz. Ich könnte jetzt da sehr, sehr lang drüber erzählen. Am Ende des Tages sage ich aber, es sind vor allen Dingen die Kompetenzen, die dafür sorgen, dass zwischenmenschliche Beziehungen entstehen. Denn wir brauchen einfach belastbare Beziehungen zwischen einem Spieler oder einer Spielerin und eben Trainer. Ohne eine belastbare Beziehung wird man vor allem langfristig keinen Erfolg haben. In der Kurzfristigkeit kann es vielleicht auch ohne belastbare Beziehungen funktionieren. Dann sind es kurzfristige Ergebnisse, aber langfristig sicher nicht möglich. Und ich meine, wir wissen auch, Langfristigkeit im Trainerbusiness, ja, ist auch mal relativ. Ja, wenn wir wissen, dass ein Trainer so zwischen 9 und 11 Monaten so im Schnitt im deutschen Fußball im Amt ist, ja, auch ein besonderes Thema für Sie. Ich finde, du hast es gut gesagt. Also klar, ich als Spielerin weiß es auch. Für mich ist das Wichtigste, denke ich, nicht nur Glaubwürdigkeit, sondern einfach Ehrlichkeit und die Fähigkeit, dass du überhaupt kommunizieren kannst. Das heißt, ich möchte nicht, dass du mir sagst, ey, du hast gut gespielt, wenn ich nicht gut gespielt habe. So, ich möchte, dass du mir sagst, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen kann. Und ich denke, viele von den Kompetenzen hängen auch miteinander irgendwie zusammen. Und wie du sagst, ist halt eine Beziehung. Also du hängst mindestens 1 Jahr oder 9 Monate aufeinander. Und zwar nicht nur einen Tag in der Woche, sondern vielleicht sogar 2-mal an einem Tag. Und du siehst den Trainer öfter, als du vielleicht deine Familie siehst oder so, weißt du? Und da muss schon vieles stimmen. Und ich finde, ich will nochmal auf den Punkt von vorhin zurückkommen. Du hast es schön gesagt, du hast gesagt, dass wir Sportbegeisterte oder Fußballbegeisterte irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir es auch, das, was wir lernen, weitergeben wollen und irgendwie Kinder trainieren wollen oder irgendwie sowas. Das war für mich auch so. Ich habe auch mal so ein Projekt begleitet, Scoring Girls. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Da geht es um, da trainieren wir sozial Schwächere, sagen wir mal so. Es sind meistens dann auch zugewanderte Mädchen, die wir nicht nur trainieren, sondern auch pädagogisch unterstützen. Und das habe ich gemacht. Und das, was du von denen zurückbekommst, klar, das kannst du keinem erklären. So, aber du sprachst auch von Kenia. Ich war auch vor kurzem in Ghana und habe da auch bei einem Projekt mitgeholfen. Und da wollte ich einfach nochmal drauf eingehen. Was genau hast du da in Kenia gemacht und wie war die Erfahrung für dich? Also ich habe damals zwischen meinen Studiengängen, zwischen meinem Bachelor- und Masterstudiengang, entschieden, hey, ich mag jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Auslandsluft schnuppern, wie so viele andere auch.
und habe dann die Möglichkeit eben gehabt, nach Kenia zu gehen. Und Kenia ist ja auch eben ein Land, das zwischen Armut und Reichtum eine große Kluft hat. Ja, und das war für mich genau das, was du auch gerade beschrieben hast, extrem inspirierend, wie die Menschen dort, auch diejenigen, die aus unserer Perspektive, aus unserer mitteleuropäischen Perspektive nicht viel haben, einfach solche eine Lebensfreude versprüht haben, aber auch so eine Dankbarkeit, so eine Gastfreundlichkeit. Und das war schon sehr inspirierend, da haben sich schon die Haare bei mir aufgestellt, das eine oder andere Mal, wo man dann schon sich auch fragt, ob wir in Europa denn ja all die Dinge, die wir so haben, wirklich richtig wertschätzen. Und da stand für mich der Fußball gar nicht im Vordergrund, sondern der Fußball war Mittel zum Zweck. Der Fußball war eine Brücke im Endeffekt, um Freude zu verspüren. Ja, denn die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsene, mit denen ich da zusammengekommen bin, hatten einfach die Gemeinsamkeit, dass sie zusammen Sport getrieben haben, denen viel gegeben hat. Und das eben abseits von den Problemen, die sie da eben hatten mit Kindern, die in Slums groß geworden sind, dort mit Alkohol, mit Gewalt, mit Drogen konfrontiert werden. Und für die war dann einfach Fußball ja der elementare Bestandteil ihres Lebens, der sie weitergebracht hat. Und wir wissen ja auch, wie viel über den Fußball eben auch an Werten und so weiter auch weitergegeben werden. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich einfach selber fasziniert bin auch davon, was man eben über den Sport auch entwickeln kann. Und deswegen ist für mich der Profifußball das eine, hat natürlich auch seine Reize, ist auch super, super spannend. Aber für mich ist auch der Sport als solches auch in der Breite und auch an der Basis extrem wichtig und hat eine oder spielt eine große Rolle auch in meinem persönlichen Leben. Ja, voll. Jetzt ist es ja auch so, dass du gerade genau das Thema angesprochen hast. Du arbeitest vor allem mit Menschen zusammen. Und Menschen will man ja auch irgendwie immer helfen, zumindest habe ich auch immer das Bedürfnis, sie auf die nächste Stufe zu bringen, sie zu unterstützen, auch abseits vom Platz. Was glaubst du, inwiefern ist das als Coach erstens möglich und zweitens, inwiefern spielt die Persönlichkeit des Gegenübers, des Athleten oder der Athletin da eine große Rolle und wie kann man da Einfluss drauf nehmen? Weil wir wissen, jeder Mensch ist anders und muss deswegen auch anders eben behandelt werden, anders angesprochen werden. Ich glaube, allein wir drei sind schon unterschiedliche Charaktere. Wie machst du das? Also, ist natürlich eine super komplexe Geschichte, weil ich glaube, das Patentrezept hat keiner in der Schublade. Ja, zu der Frage, wie geht man mit anderen Menschen um? Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Weg und es ist auch irgendwie auch gut so. Jeder hat so seinen eigenen Führungsstil, mit dem er oder sie als Trainer zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Trainer bleiben, auch agieren möchte und macht deswegen oder geht deswegen auch so seinen individuellen Weg. Aber im Grunde hast du schon etwas gesagt, was mir persönlich zumindest sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach oder dass ich jeden Menschen so einzeln betrachten möchte, wie er oder sie ist. Denn jeder Mensch bringt einfach eigene Stärken und dadurch aber auch eigene Eigenheiten mit sich. Denn Stärken haben ja auch irgendwo oder bringen ja auch Schattenseiten mit sich. Ja, wenn eine Stärke irgendwo zu stark ausgeprägt ist, nehmen wir mal einen Perfektionisten, der dann alles ganz, ganz gut machen will und noch besser machen will, obwohl es doch eigentlich schon gut war. Das kann dann auch mal unangenehm werden. Ja, aber eigentlich ist es eine Stärke. Ja, und wir Menschen haben oftmals auch die Herausforderung, dass wir andere Menschen schnell in den Schubladen stecken, ja, und sie irgendwie ja vorverurteilen und in dieser Schublade oder auf diese Schublade schreiben wir dann was drauf, ja, das oder das kann er nicht oder so muss die Ansprache sein. Ich glaube, auch eine gewisse Offenheit gehört dazu, dass Menschen sich einfach entwickeln können und Menschen nicht in starre Persönlichkeitseigenschaften reingedrängt werden müssen. Jeder Mensch kann Kompetenzen entwickeln, deswegen schätze ich auch diesen Kompetenzbegriff sehr. Kompetenzen können sich immer entwickeln, Menschen können sich immer entwickeln und es gilt einfach als Führungskraft, als Trainer, jeden zu nehmen, wie er oder sie ist und das Besondere bei den Menschen zu erkennen und dann diese Stärke jedenfalls einfach nochmal zu entwickeln. Wir haben ja auch im Fußball, aber ich glaube auch darüber hinaus, eine Entwicklung auch, dass wir gerne auch erstmal gucken, was macht jemand nicht gut. Ich meine, unser Schulsystem als Beispiel, schlechte Noten, ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das wieder hinkriegen, diese Schwäche ausmerzen. Beim Fußball ist es auch so, oh, der Spieler kann nicht mit links schießen, das müssen wir unbedingt hinbekommen. Die Perspektive der positiven Psychologie, wenn wir es jetzt mal so nehmen, ich bin keine Psychologin, kein Psychologe,
Dennoch verwende ich den Begriff, würde es eher anders sehen und sagen, hey, lass uns doch die Waffe des Spielers, man spricht ja auch immer davon, braucht eine Waffe, nehmen und die eben noch besser machen. So, und so würde ich mein Verständnis da auch beschreiben. Kurze Frage an Josi. Josi, was ist deine Waffe? Beim Fußball? Ja, beim Fußball. Technik und Kreativität, denke ich, weil bin auf dem Bolzplatz groß geworden und ich finde, das siehst du auf dem Platz und das findest du nicht nur im Frauenfußball nicht mehr so oft, sondern allgemein gerade im Profifußball, weil du hast so viele Vorgaben gerade vom Trainer, von der Taktik, von Formation, alles drumherum, dass du diese Straßenfußballer voll verloren hast, finde ich. Deswegen würde ich sagen, meine Technik und Kreativität. Bei dem Ansatz, den jetzt Anselm erzählt hat, hattest du, ich meine, Anselm ist absoluter Experte, was das Thema angeht und bei den Trainern, die man jetzt in der Vergangenheit erlebt hat, ich habe nämlich jetzt auch im Kopf darüber nachgedacht, welche Trainer ich alle damals im Basketball, im Fußball hatte und bin jetzt mal die ganzen Kompetenzen durchgegangen, die an sich Anselm vorhin aufgezählt hat. Hast du da was gemerkt, wo du sagst, hey, genauso hatte ich da diesen einen Trainer und der hatte mich da auf dieses Level gehoben, zum Beispiel durch seine zwischenmenschliche Kompetenz oder durch seine Methodenkompetenz? Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt Trainer erwähnen oder andere Trainer erwähnen, die es entweder gut gemacht haben oder falsch gemacht haben und die aber auch dadurch, was in mir hervorgehoben haben, was mir enorm geholfen hat, mich zur Spielerin zu machen, die ich jetzt bin. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, für mich ist das Wichtigste einfach die Trainer, die zu mir einfach ehrlich waren. Und mir hat es nicht geholfen, wenn ein Trainer mir jedes Mal gesagt hat, ey, du hast super gespielt, auch wenn ich einen richtigen Scheißtag hatte, weißt du? Oder halt genau Ehrlichkeit, die Trainer, die sagen, ey, du musst, wie gesagt, er meinte gerade der linke Fuß, so, mir hat nach 8 Jahren Fußball einmal ein Trainer gesagt, dass ich eine Niete bin mit meinem Linksfuß und ich dachte immer, der war ganz okay oder dass ich komplett falsch laufe, so eine Sache, das sagt dir halt niemand, weil alle mal sagen, ja, du bist gut genug, weißt du, und das, denke ich, war für mich die wichtigste Kompetenz. Da fällt mir auch noch ein Stichwort ein, Klarheit im Endeffekt, also ja. Stichwort Klarheit, immer wieder auch ein Wort, das Trainer, Profitrainer auch gern verwenden, wenn es darum geht, wenn sie gefragt werden, hey, was ist denn wichtig, das ist ihnen wichtig, auch in der Kommunikation mit Spielern beispielsweise. Und ich finde, das Wort Klarheit drückt das auch ganz gut aus, Josi, was du jetzt gerade beschrieben hast. Man hat ja als Führungskraft immer mal wieder Momente, wo du mit Menschen zusammenkommst und vielleicht auch eine Einschätzung abgeben sollst oder du wirst gebeten darum, eine Einschätzung abzugeben oder du musst eine Entscheidung mitteilen. Und ich glaube, dass es da total wichtig ist, eben diese Klarheit zu bringen, es zu schaffen, auf den Punkt auch die Message mitzugeben. Also das heißt, ich kann viel reden und ich sage aber wenig, das wäre natürlich ein Negativbeispiel, ich sollte eher weniger reden und viel sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Also lieber das, was ich dem Spieler, der Spielerin oder meinem Arbeitnehmer mitteilen will, kurz und knapp verpacken, aber auf den Punkt, dass derjenige weiß, worum wir sprechen, weil es entstehen halt oft in der Zusammenarbeit, glaube ich, Kommunikationsprobleme dadurch, dass Dinge nicht klar angesprochen werden, auch zwischen Trainer und Spieler. Ja, wenn es darum geht, ey, Trainer, warum habe ich denn jetzt nicht gespielt? Und wenn dann der Trainer natürlich um den heißen Brei herumredet und nicht auf den Punkt kommt oder versucht eher Ausflüchte zu suchen, dann verzerrt man damit natürlich einfach das Bild und es wird langfristig dann eher für Probleme sorgen. Also von daher ist für mich da einfach dieses Stichwort Klarheit nochmal extrem bedeutend in der Kommunikation. Ja, und das ist auch wichtig. Also ich denke, auch der beste Spieler auf der Welt braucht Feedback. Der muss wissen, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. Und wie du sagst, also wir verändern uns, unsere Spielweise verändert sich, wir werden besser oder wir werden schlechter und da brauchen wir einfach irgendwie Feedback. Und wie ich gerade sage, also wir verändern uns, die Umwelt verändert sich drumherum, der Fußball verändert sich. Und da wollte ich dich einfach fragen, wie wichtig ist so Anpassungsfähigkeit eines Trainers, sich auf alles drumherum irgendwie anzupassen und gerade auch auf so Trends oder Technologie und alles Mögliche? Ja, ich glaube, Anpassungsfähigkeit ist natürlich eine extrem wichtige Kompetenz. Vor allen Dingen, wenn wir auch betrachten, wie sich ja das Anforderungsprofil von Trainern auch in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt, könnte man wahrscheinlich sagen,
auch verändert hat, durch die Einflüsse, die wir haben, zum Beispiel der Digitalisierung, der Technisierung. Ich meine, das sind ja Themen, die haben unsere oder der Gesellschaft extrem viel verändert in den letzten Jahren. Also jeder Mensch musste sich im Grunde dort anpassen. Und auch im Sport ist es einfach so, dass Trainer mit der Zeit gehen müssen. Ja, ich möchte jetzt nicht die altbekannte Floskel auspacken, was passiert, wenn man nicht mit der Zeit geht. Ja, aber im Grunde ist es so, als Trainer musst du genauso wie andere Menschen und Führungskräfte, wie der Steuerberater, der ständig sich weiterentwickeln muss und gucken muss, was hat sich gesetzlich verändert, muss ein Trainer auch schauen, wie kann ich zum Beispiel die technischen Hilfsmittel verwenden, wie kann ich sie einbauen in meine Arbeit mit der Mannschaft, ja? Welche Experten muss ich mir vielleicht ins Boot holen, denn heute haben wir ja schon auch eine Entwicklung dahingehend, dass wir nicht als Trainer allwissend sein müssen, natürlich nicht, aber ich sollte wissen, wo brauche ich Leute, die uns besser machen können, die uns helfen können, die Spieler weiter zu verbessern und die Mannschaft zu verbessern, weil das ist das große Ziel. Egal auf welchem Niveau, wir wollen die einzelnen Spieler besser machen und wir wollen dadurch die Mannschaft besser machen. Und da muss ich als Trainer ja anpassungsfähig sein und gucken, was integriere ich. Aber Anpassungsfähigkeit heißt in dem Fall aus meiner Sicht auch nochmal was anderes. Zusätzlich muss ich natürlich auch insofern anpassungsfähig sein, ja, dass ich womöglich in einem Jahr in einer anderen Stadt als Trainer aktiv bin, in einem anderen Land als Trainer aktiv bin. Ja. Und auch hier muss ich anpassungsfähig sein, wenn ich langfristig in diesem Karussell erfolgreich sein möchte. Ja. Also von daher sehe ich das schon auch so, dass es eine extrem wichtige Kompetenz ist. Müssen Trainer in der Zukunft Generalisten sein? Also ich denke, dahingehend hat sich es auf jeden Fall entwickelt. Das ist mit Sicherheit auch eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass Trainer viel weniger Spezialist sind, also Cheftrainer, sondern sich natürlich die Spezialisten mit ins Boot holen. Ich meine, wir brauchen uns nur die Trainerteams der Bundesliga, der Premier League, der Top 5 Ligen angucken. Mittlerweile hast du ja nicht mehr einen Co-Trainer, sondern du hast eigentlich mindestens zwei. Du hast vielleicht noch einen Co-Trainer-Spielanalyse mit dem Trainerteam. Du hast Datenanalysten, manche Clubs haben mehr, manche weniger integriert. Und da habe ich noch gar nicht über Athletiktrainer gesprochen, über Torhütertrainer und so weiter. Also die Staffs werden größer. Wir haben mittlerweile, wenn wir über Trainer sprechen, finde ich schön, das auch zu erwähnen, wir haben ja auch mittlerweile die Entwicklung dahingehend, dass wir Trainerentwickler in Clubs haben. Ja, könnte man jetzt unterschiedlich nennen, ob es jetzt Trainerentwickler sind, ob es Psychologen sind. Es gibt auch andere Begrifflichkeiten dafür, aber wir haben halt Menschen auch in Clubs, die zum Beispiel den Trainern, egal ob jetzt im Lizenzbereich oder auch im Nachwuchsbereich, dabei helfen, sich zu reflektieren. Ist aus meiner Sicht auch eine extrem wichtige Geschichte. Und deswegen begrüße ich die Entwicklung sehr. Und ich hoffe, dass es nicht nur ein Trend ist, sondern sich auch weiter festbeißt, dieses Thema. Denn ich glaube, dass einfach Reflexionsfähigkeit auch eine extrem wichtige ist, damit sich Menschen auch entwickeln können. Und vor allen Dingen, je höher ich in der Pyramide eines Unternehmens bin, sagt das Wort Pyramide ja schon, desto weniger Menschen werden um mich herum sein, die mir in schlechten Phasen wohlgesonnen sind. Von daher glaube ich auch, dass dieser Aspekt ein ganz wichtiger ist. Ja, also von daher, zurück zur Frage, ja, sie werden mehr zu Generalisten, definitiv. Und darauf anschließend an die Frage, glaubst du, dass wir uns so ein bisschen an das amerikanische System annähern? Also ich rede da auch speziell vom American Football, dort haben die bis zu 15 Coaches mit natürlich Offense-Defense-Coordinator. Wir sehen das ja jetzt schon, ich glaube, Kloppo hatte sich einen Einwurftrainer dazu geholt, um halt genau diese Spezialisierung durchzuführen, um diese Experten zu haben. Wie siehst du die Entwicklung in Europa und im Rest der Welt? Und wo sind da vielleicht die Unterschiede? Also ich muss zugeben, ich bin kein Football-Experte. Ja, da hätte ich im Freundeskreis ganz viele andere, die ich jetzt hier hinsetzen würde, die alle möglichen Football-Fantasy-Spiele spielen und so weiter. Aber ja, natürlich kenne ich diese Entwicklung und ich denke, dass wir im Fußball nicht diese Extreme erreichen werden, wie es dort ist. Aber ich glaube, dass diese Richtung auf jeden Fall ja auch schon eingeschlagen wurde, auch wenn sie vielleicht noch auf dem Papier nicht so zu sehen sind. Wir haben ja in den verschiedenen Clubs, haben wir ja bereits eben die Co-Trainer, die mit dem Cheftrainer gemeinsam eine Aufteilung besprechen. Das ist sicher nicht überall so, aber in einigen Clubs weiß ich auch, dass hier natürlich eine Aufteilung dahingehend
vorhanden ist, dass sich beispielsweise ein Trainer mehr um die Defensive bemüht, der andere Trainer mehr um die Offensive und der dritte wiederum kümmert sich zum Beispiel um die Standardsituationen. Also von daher geht es natürlich ganz klar in die Richtung. Und ich finde das natürlich auch vernünftig, denn auch in so einem Trainerteam ist es ja total wichtig, wenn wir über Stärken sprechen, dass wir auch da uns angucken, wer hat denn in welchen Themenbereichen seine Stärken und kann sie dann auch voll einbringen. Denn ich brauche nicht einen riesen Staff, wenn sich dann am Ende des Tages die einzelnen Teammitglieder nicht einbringen dürfen mit ihren Stärken. Weil dann kann ich den Staff auch entschlanken und einfach diejenigen Protagonisten auf dem Blatt stellen, die einfach auch ständig gerne reden und ständig gerne Einfluss haben auf die Spieler. Also Aufgabenteilung ist ein Riesenthema auch. Und deswegen wird das auch im Fußball viel, viel mehr Einzug halten. Es gibt ja auch mittlerweile auch einzelne Experten, die auch versuchen, Impulse dahingehend zu geben, wie kann ich auch als Trainerteam auf dem Platz besser zusammenarbeiten. Zum Beispiel, wie kann ich auch einen Torhütertrainer besser ins Mannschaftstraining integrieren, ohne dass der Torhütertrainer eben sein einsames Dasein fristet und ich sage jetzt mal zweimal in der Woche die, salopp gesagt, die Torhüter warm schießt. Ja, so ist es natürlich auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht natürlich dahin, dass wir versuchen müssen und auch werden, die Trainerteams im Training noch viel, viel mehr zu integrieren, um dann wiederum das, was ich vorher gesagt habe, auch zu schaffen, die Spieler bestmöglich entwickeln zu können oder ihnen den Raum zu geben, dass sie sich entwickeln können. Und da ist natürlich Kommunikation dann wieder, ja, habe ich jetzt schon öfter gesagt, Kommunikation der Schlüssel. Ich glaube, das kommt auch den Spielerinnen und Spielern entgegen, wenn das Trainerteam einfach größer wird. So, weil wenn ich jetzt an unseren Torwarttrainer denke, der taktisch einfach so viel weiß, da können sich auch die Innenverteidiger, die Außenverteidiger einfach an ihn richten und denen einfach taktische Fragen fragen, die mein Trainer vielleicht nicht weiß, so, oder mein Trainer für 28 Spielerinnen einfach nicht die Zeit hat, jede Frage zu beantworten. Und ich denke, so jetzt, wenn man einen Trainerstab von 5, 6 Trainern hat, da kannst du einfach auf jeden zugehen und mittlerweile sind die alle so gut ausgebildet, dass jeder deine Frage beantworten kann, anders, wenn es nur 2 Trainer wären. Absolut, ja. Also ich glaube auch, ich habe auch kürzlich mal ein Training beobachtet, wo eben der Torhütertrainer seinem Keeper beispielsweise einfach auch nochmal dabei geholfen hat, wie er denn besser seine Abwehrkette steuern kann. Ja. Ja, alleine das sind ja Aspekte, die dann auch am Ende sich extrem positiv auf das Spiel der Mannschaft auswirken können. Ja. Ja. Ich glaube, an der Stelle gilt wie überall und im Leben, Communication is key. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall durch viel Kommunikation miteinander und eben viel Besprechen da auch, wir hatten das vorhin schon, nicht nur Erwartungshaltung klären kann, was ein Spieler gegenüber einem Trainer zu erwarten hat, auch andersrum natürlich, aber auf der anderen Seite auch eben, was Fragen sind. Und ich als Spieler und auch mal aus meiner B-Trainer-Lizenz, die jetzt natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, was Anselm macht, aber ich merke trotzdem auch in der Vergangenheit als Sportlehrer, dass dort eben wirklich diese Transparenz an Informationen, diese weiterzugeben, dass das echt ein wichtiger Punkt ist, dass man versteht, warum man jetzt das machen soll, versteht, warum die Aktion, die man hatte, ein Fehler war im Auge des Trainers. Und man hat sich ja immer dabei was gedacht. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man einfach ein Verständnis dafür hat, was ist die Vision vom Coach, wo will der hin und warum will der mich jetzt vielleicht 5 Meter weiter im Raum sehen. Und da geht es natürlich, diese Vision eben mit dem Trainer zu unterstützen. Und da war es am Anfang natürlich, wir brauchen die Glaubwürdigkeit des Trainers. Und der braucht auch das Verständnis dafür, dass er weiß, dass wir als Spieler und Spielerinnen ihm natürlich auch vertrauen und an seine Vision mit glauben und die dann auch auf dem Platz umsetzen. Dazu kurzer Off-Topic-Punkt. Anselm, ich mache mal einen kleinen Einschub. Und zwar geht es darum, ich habe mich vorhin mit Josi gefragt, Mensch, wenn wir eine Regel im Fußball ändern könnten, ja, welche würde das sein und was würdest du entweder dazu nehmen oder wegnehmen? Ja, also wir hatten im Fußball ja die Diskussion über den Videobeweis, aber die ist ja auch noch nicht beendet, die wird wiederkommen, wenn der nächste Fehler passiert. Ja, also ich bin sicherlich kein Gegner vom Videobeweis, so würde ich es definitiv nicht benennen, aber was ich spannend fände, wäre schon auch so in diese Richtung Hawkeye zu gehen, dass man beispielsweise einem Trainer draußen die Möglichkeit gibt, einfach nochmal eine Situation zum Beispiel zu prüfen oder 2 Situationen im Spiel zu prüfen,
ich fände, das würde, wäre einfach mal was Neues, was ja auch zu einer Fairness beitragen würde. Und könnte mir vorstellen, dass man dahingehend den Videobeweis eben dann auch nochmal anpasst und verändert. Du hast jetzt gesagt, auch nur eine Veränderung, ja, also ich könnte mir auch noch weitere Veränderungen vorstellen, so ist nicht. Wie zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht, das findet nicht direkt auf dem Blatt statt, aber wenn wir über Trainer sprechen, fände ich es auch mal spannend, darüber zu reden, ob man auch eine Regel ins Leben ruft, die ja häufige Trainerwechsel auch verhindert. Ich meine, in anderen Ligen gibt es das beispielsweise, wo du eben nicht unendlich viele Trainer verschleißen kannst in einer Saison. Auch das fände ich sehr, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, wenn wir hier zusammensitzen, ist es ja auch spannend zu diskutieren. Da seid ihr ja die Experten, wo die Kommunikation eben hingeht. Ich stelle mir aktuell die Frage, wann wird es denn zum Beispiel möglich sein, ja, mit den Spielern auf dem Platz zu kommunizieren, vor allem im Profifußball, wo du ja die Spieler oder wo die Spieler den Trainer nicht hören können, weil das Stadion laut ist. Aktuell ist es ja noch nicht erlaubt, jetzt hier mit Wearables zu arbeiten, beispielsweise während dem Spiel. Da stelle ich mal die Frage an euch. Was glaubt ihr, was würde das mit dem Spiel machen? Dadurch, dass ich recht viel mit Profitrainern im Austausch bin und die Frage mal als allererstes kommt, Philipp, darf ich das im Spiel nutzen? Und ich dann immer noch sage, ja, es ist halt eine Grauzone, beziehungsweise die IFAB regelt das in der IFAB Regel Nummer 4. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir letztes Jahr bei der Sports Innovation waren in Düsseldorf. Das ist so eine der größten Sports-Tech-Messen und dort gibt es immer ein Spiel, was auf dem Platz durchgeführt wird. Und wir hatten damals als Startup die Ehre, dieses Spiel eben auszustatten mit unserer Technologie und haben dort eben Mike Hanke unser Headset in die Hand gedrückt und unsere App. Und er konnte eben die U19 von Borussia Mönchengladbach live coachen. Und der Gegner war die U23 vom 1. FC Köln. Und das war schon der erste Schritt, denke ich, in Live-Coaching im Spiel. Ich denke, da müssen aber sehr, sehr viele Parameter geklärt werden, weil natürlich beide Teams eben natürlich den Zugriff drauf haben müssen und permanent eben entweder mit kommunizieren können. Mein persönlicher Vorschlag wäre, und es geht ja manchmal einfach nur Input reinzugeben, wie du schon sagst, ich möchte kurz mit meinen Spielern reden, ich möchte kurz motivieren, ich möchte kurz eine taktische Umstellung erklären. Und wir haben so viele Unterbrechungen im Fußball durch Verletzungen, durch Behandlungen, durch Leute, die den Platz stürmen und einen Flitzer machen. Wir haben extrem viele Möglichkeiten im Spiel, während die Uhr angehalten ist, wo nichts passiert. Und wenn man da kommunizieren könnte als Trainer, statt sich die Seele draußen aus dem Leib zu schreien, ich glaube, das wäre eine coole Sache, um halt einfach auch die Qualität des Spiels zu erhöhen. Weil am Ende geht es darum, der Trainer versucht, 10 Schritte vorauszudenken. Ich denke mir, dass immer Fußball ist so ein bisschen wie Rasenschach. Und da will man natürlich auch seinen Input reingeben, dass eben die Taktik, die man hat und die Ideen, die man hat, dass man die weitergeben kann. Und man sieht ja auch im Training, die Coaches sind immer in Interaktion, geben Feedback, sind drin, motivieren. So, aber das geht im Stadion nicht, weil das Stadion zu laut ist. Wir wollen aber auch nicht die Fans wegnehmen und wieder Corona-Bedingungen haben, sondern wir wollen ja letztendlich best of both worlds. Das heißt, einerseits wollen wir ein qualitativ hochwertiges Spiel sehen, wo der Coach auch Input geben kann und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, dass das Stadion so laut ist wie möglich und wir alle Gänsehaut haben, weil so eine geile Stimmung ist. Und da, wie gesagt, wäre mein Vorschlag, dass man die Kommunikation erlaubt, und zwar bei Unterbrechung. Ja, spannend. Also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, vor allem bei Unterbrechung, weil natürlich während des Spiels, wissen wir auch alle, wäre es natürlich schon verwirrend, wenn der Spieler ständig hier mit einem Knopf im Ohr über irgendwas informiert wird und der Trainer in seiner Motivation dann auf einmal jeden Pass kommentiert. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Nee, aber von daher, ja, finde ich einen guten Ansatz, definitiv. Und die Kommunikation hat sich ja auch entwickelt. Also ihr erinnert euch alle zurück, da war ja, vor einigen Jahren haben wir keine einzige Trainerbank gesehen, auf der ein Tablet montiert war. Ja. Jetzt hat jedes Spiel, was ich sehe, ist ein Tablet mit einer Halterung, wo live gestreamt wird, nochmal die Vogelperspektive, weil ich da natürlich nochmal Input habe. Die Co-Trainer können mit jemandem auf der Tribüne reden. Das heißt, wir haben schon eine Entwicklung in die Richtung. In der Evolution des Fußballs wäre das natürlich der nächste Schritt. Und da haben wir natürlich auch gemerkt, als wir mit der U23 von Schalke 04, die haben ja gegen AZ Alkmaar das Profiteam gespielt, also die A-Mannschaft,
Und im Freundschaftsspielen ist es ja erlaubt und wir haben ja dort Schalke ausgestattet für eine Halbzeit. Und ich persönlich hatte das Gefühl, dass Jakob Fimpel als Trainer dort gecoacht hat, dass natürlich durch den direkten Zugriff auf einen Spieler allein die Motivation, den Aufbau, die Konzentration zu fördern und dass da der Input eben dazu geführt hat, dass sie in der ersten Halbzeit 2-0 geführt haben, ne? Noch mehr Kontrolle über das Spiel hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, okay, wir lassen jetzt mal weg, wollen auch mal ein bisschen den Vergleich sehen und dort hat Ed Alkmaar zwei weitere Tore geschossen, also es stand dann 2-2 und die haben extrem gedrückt aufs 3-2. Und ich will jetzt natürlich nicht dieses Beispiel vorschieben, um zu sagen, dass die Technologie einen Mehrwert absoluten Mehrwert fürs Spiel hat. Aber wir sehen einfach, dass natürlich der Trainer einen Einfluss aufs Team hat, weil sonst wird es ihm ja nicht geben. Nee, absolut. Ich glaube auch, dass es super, super wichtig ist, dass natürlich dann auch die Menschen, die dann zum Beispiel mit so einer Technologie arbeiten, es gilt aber auch für alle Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, auch eine entsprechende Ausbildung benötigen, wie ich denn beispielsweise dann dieses Instrument im Coaching nutze. Ja, dieser Coaching-Begriff triggert mich selber. Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und arbeite ja auch mit Trainern und Führungskräften im Sport. Und Coaching bedeutet da ja eben nicht, ich bin jetzt einfach mal ein Trainer, sondern als Coach bin ich ja eben eher derjenige, der den Anstoß dazu gibt, eigene Lösungen zu finden. Und so würde ich das da auch sehen, dass du die Technologie eigentlich dafür nutzt, die richtigen Fragen zu stellen, den Spieler eigentlich in eine Situation bekommst, dass du ihm durch deine Frage den Trigger gibst und der Spieler dann eben daraufhin eigene Lösungen reflektiert und findet. Dafür finde ich es überragend. Und hier muss halt dann sichergestellt sein, dass die Leute eben dann richtig im Coaching aktiv sind. Genau. Stable, finde ich. Ich würde jetzt ganz kurz meinen Senf nochmal dazugeben. Ich finde es sehr interessant, weil ich bin zum einen, klar, ich bin hier im Unternehmen, aber ich bin halt auch aktive Fußballerin und ich habe genau die Probleme, von denen Philipp gerade erzählt hat. Also wenn mein Trainer mir Anweisungen auf den Platz gibt, denke ich mir ganz oft, wirklich, ich glaube, vielleicht 90% von den Malen denke ich mir, was? Fragezeichen? Ich entweder verstehe ich es nicht, also wir haben keine 5000 Zuschauer, aber ich verstehe es trotzdem nicht, weil er schreibt mich von der einen Seite, von der Trainerbank auf die andere Seite an, will mir taktische Anweisungen geben, dass ich jetzt auf der Position spiele und das ist für mich ich muss halt komplett umdenken, was habe ich jetzt taktisch zu tun bei der Ecke, wo gehe ich als nächstes hin und so schnell kann ich auf dem Platz halt nicht denken, wenn die jetzt gerade schon weiterspielen und da finde ich es halt interessant, wenn wir an unser System denken, ob das irgendwann möglich ist im Spiel, können wir jetzt noch nicht beantworten, aber wenn wir das jetzt schon im Training einbauen können, ist das einfach ein brutaler Mehrwert. Finde ich auch. Finde ich gut. Soll der Philipp jetzt da sagen? Der Philipp kann jetzt fast nicht widersprechen. Ich kann auf gar keinen Fall widersprechen. Ich finde es absolut richtig und ich glaube, dass das Wichtigste ist bei solchen Themen, die wir jetzt ansprechen, und wir reden über Wahrnehmung von Coach-Seite, von Spielerseite, und das ist ja auch das, was Anselm in seiner Vergangenheit immer gemacht hat, auch während seiner Promotion. Man muss Dinge aber wissenschaftlich nachweisen. Subjektive Wahrnehmung ist das eine, aber das Nachweisen das andere. Und da sind wir dran. Wir wollen Studien erheben, wo man genau sieht, ey, wir haben das jetzt hier bei Mannschaften durchgeführt, um den qualitativen Zuwachs zu merken. Wie war die Wahrnehmung der Trainer? Wie war die Wahrnehmung der Spieler? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen das gemeinsam, dieses Projekt angehen mit Trainern und Spielern, mit Experten, weil nur so kann man das Bestmögliche für den Fußball dann auch eben schaffen. Und da geht es eben darum, immer das Feedback mit reinzunehmen, immer auf eben die Coaches zu hören, was sie brauchen, was sie wollen, was zu viel ist auch vielleicht. Genau das Gleiche auf Spielerseite. Was ist zu viel für den Spieler? Und da müssen wir eben genau diese Stimmen mit reinnehmen, um dann eben eine perfekte Lösung zu schaffen, die vielleicht irgendwann mal in so einer Regeländerung eben münden kann. Auf jeden Fall. Und was mir da noch wichtig ist, auch zu betonen, ich meine, auch wir zum Beispiel am IFI bilden ja auch Analysten aus, Datenanalysten, Scouts etc. Am Ende soll es ja auch das Fußballspiel bleiben, das wir lieben. Ja, wir wollen es ja auch nicht verkomplizieren und noch mehr reinschmeißen und alles reinschmeißen, nur dass es möglichst innovativ ist. Es soll ja am Ende, wie du ja auch richtig sagst, eben eher eine Hilfestellung sein, das Spiel, aber vor allem die Spieler zu verbessern. Ich finde, das sollte immer noch im Kern dann am Ende des Tages stehen. Da bin ich vollkommen bei euch, denn am Ende Fußball können wir spielen mit einem Ball und zwei Rucksäcken oder zwei Stöckern. Wir haben das alles schon gemacht.
Und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran, für Fußball braucht man nichts, außer einen Ball und eine Fläche. Und ich glaube, das hat jeder von uns und auch alle von den Zuhörern schon mal erlebt. Das waren auch eine der schönsten Momente, einfach zwei Rucksäcke nach der Schule irgendwo hinzustellen, das ist das Tor und dann geht's los. Und ich finde, das ist auch der Reiz, den Fußball ausmacht, den wir in dem ganzen Prozess natürlich nicht vergessen sollten. Fußball ist ein Sport für alle. Aber nichtsdestotrotz können wir eben durch Technologie auch den nächsten Schritt machen, um auch eben Spielerinnen und Spieler eben weiterzuentwickeln. Das hast du richtig schön gesagt. Danke. Schön auch. Machen wir jetzt die Karte dran. Ja. Für mich ist nochmal wichtig, Anselm, wenn wir Kompetenzen uns anschauen, ich denke ja da immer aus zwei Perspektiven. Einerseits Philipp, der Sportlehrer und Trainer, und dann aus der anderen Perspektive der irgendwie ein Unternehmen auch noch hat. Und im Unternehmen sehe ich das bei Führungskräften, und wir sind ja auch ein sehr junges Unternehmen, auch im Altersschnitt, und ich finde, da sieht man das immer ganz, ganz bedeutend, wie wichtig an sich Führungskompetenzen sind. Jetzt haben wir viel über Methodenkompetenzen geredet, über andere Kompetenzen. Wie siehst du, weil du bist ja auch letztendlich in einem Unternehmen noch zusätzlich beim Internationalen Fußballinstitut, du entwickelst auch Arbeitnehmer von Unternehmen, was ja zum Beispiel Spielanalysten sind, weiter. Das heißt, es sind ja auch Führungskräfte im Unternehmen. Wie siehst du da die Parallelen und wie kann man da überhaupt eine Grenze ziehen oder ist das durchgehend ähnlich bis gleich? Ja, also es gibt natürlich super viele Parallelen. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Trainer rede, dann könnte ich einfach auch genauso gut sagen, Führungskraft. Ja, die Führungskraft braucht. Weil Trainer müssen ein ganz großes Team führen und ein Staff, der doch drumherum ist. Also das sind ja mittlerweile dann 50 Personen, also jetzt mal, die so einen Cheftrainer führen muss. Und das ist eben auch vergleichbar mit Unternehmen, wo du Abteilungen hast und Abteilungsleiter, die wiederum ihre Abteilung führen müssen. Also von daher finde ich schon, dass man da sehr, sehr viel lernen kann. Also der Sport kann viel lernen aus der Wirtschaft und andersrum natürlich die Wirtschaft vom Sport. Und wenn wir uns jetzt die Führungskompetenz zum Beispiel anschauen, das ist ja auch ein geflügelter Begriff, der gerne verwendet wird. Wir brauchen führungskompetente Menschen, wir brauchen führungskompetente Spieler. Dann stellt sich für mich immer erstmal die Frage, was heißt denn überhaupt Führungskompetenz? Ja, und jetzt, um Schlaumeier Fachbegriff reinzubringen, Führungskompetenz ist eine sogenannte Querschnittskompetenz. Ja, und wie der Begriff schon sagt, Querschnitt aus verschiedenen Kompetenzen, die eben in diesen großen vier Bereichen, die ich am Anfang skizziert habe, liegen. Ja? Und was bei dir, Philipp, eine Führungskompetenz ist, kann bei der Josie wiederum keine sein, weil Josie sich in diesem Werkzeugkasten einer anderen Kompetenz bedient und die als Führungskompetenz lebt. Ja? Zum Beispiel eine Person, die einfach extrem kommunikationsstark ist, für die ist dann Kommunikationsfähigkeit womöglich eine Führungskompetenz. Sie bringt diese ein, um die anderen Menschen zu führen. Eine andere Person führt wiederum durch ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen, zum Beispiel vielleicht auch durch die Expertise. Ja, es gibt Menschen, die vielleicht nicht in den Köpfen der Gesellschaft große Führungskräfte sind, die aber führungsstark sind, weil sie zum Beispiel mit dem inhaltlichen Input, den sie geben können, ihre Gruppe begeistern können und wiederum weiterbringen. Also da wäre zum Beispiel dann eben Expertise vielleicht die Führungskompetenz. Klassiker sind aber natürlich so Themen wie eben Kommunikationsfähigkeit, wie Glaubwürdigkeit, wie Entscheidungsfähigkeit und zum Beispiel aber auch Belastbarkeit. Ist ja auch eine Kompetenz, die Führungskräfte benötigen, um bestehen zu können in schwierigen Phasen. Ohne die wird es schwierig, also diese Resilienz dann auch durch harte Phasen gehen zu können und trotzdem noch belastbar sein zu können. Jetzt habe ich da ein bisschen drumherum gesprochen. Ich hoffe, ich habe deine Frage ein bisschen zumindest beantwortet. Ich glaube, du hast die perfekt beantwortet, weil ich glaube, im Unternehmertum, du hast jetzt zuletzt gesagt, Stressresistenz, das hatte ich auch mal mit Josie auch intensiv im Podcast besprochen, dass das natürlich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft ist, eben mit Stress umgehen zu lernen und umgehen zu können. Und das ist auch, glaube ich, was Trainerinnen und Trainer, wenn sie jetzt in der Kreisliga anfangen, ist der Stress nicht dasselbe Level, wie wenn du morgen das Champions-League-Finale spielst. Da ist natürlich ein ganz anderer Druck da. Und Philipp, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ein anderer. Ich meine, der Kreisliga-Trainer, ja, der kommt um 17 Uhr aus der Arbeit heim, hat daheim vielleicht noch zwei Kinder, ja, mit denen er etwas organisieren muss und geht dann ins Training. So, Entschuldigung, aber Champions-League-Finale ist natürlich auch, ja, sicher was anderes, klar.
Da stimme ich dir komplett zu, ne? Es ist, was ich sagen wollte, ist, dass man natürlich mit der Zeit, und der Trainer fängt ja jetzt zum Beispiel als Kreisliga-Trainer an und hat dieses Stresslevel, was er hat, und jetzt nochmal der mediale Druck, der dann draufkommt, man lernt damit ja immer mehr umzugehen und sich eine Gewohnheit zu entwickeln, diesen Stress zu verarbeiten. Umso mehr Stress man hat, umso mehr ist man gewohnt, diesen Stress zu haben, und fühlt sich dann komfortabler damit, eben gestresst zu sein. Und ja, das ist natürlich ein Punkt, aber ansonsten ganz, ganz viele Trainerkompetenzen, die du genannt hast, sind wichtig, und jeder hat, glaube ich, habe an ganz viele unterschiedliche Trainer in meiner Vergangenheit gedacht, die einen sind eher die über die Methodenkompetenz kommen, die anderen sind die eben über diese Erfahrung eben kommen, wo man dann eben gespannt an den Lippen klebt, wenn die Person redet. Das ist sehr, sehr interessant, dass das eben im Geschäft genauso wie im Fußball eben funktioniert. Genau, und sowohl im Geschäft als auch im Fußball ist eben die Frage, was brauche ich halt für eine Führungskraft für mein Team? So, was brauche ich jetzt für einen Menschen, der die anderen Menschen anleitet, der die anderen Menschen womöglich begeistert, der ihnen eine Vision vermitteln kann? Was brauche ich da für einen? Und da wiederum braucht es halt dann wiederum eine andere Führungskraft darüber, die das einschätzen kann, die Menschen vielleicht einschätzen kann, die aber auch weiß, was brauchen meine Leute jetzt, damit wir unsere Ziele, die wir uns setzen, auch erreichen können. Ja, und das ist ja auch eine große Herausforderung, weil es einfach nicht so einfach ist, auch diese Passung, die ja oft benannt wird, ja, zu analysieren. Die Passung zwischen potenziellen Mitarbeiter und Unternehmen. Das ist auch eine riesen Herausforderung. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Anselm, spiegelt unseren Podcast perfekt wider. Also das, was wir ja hiermit einfach nur zeigen wollen, ist, dass es so viele Parallelen zwischen der Sportwelt und dem Unternehmertum gibt, und du hast es, denke ich, sehr gut gesagt. Richtig? Absolut. Daumen hoch. Wir haben noch ein paar Rubriken vorbereitet, beziehungsweise Josie hat die vorbereitet. Und bist du denn bereit, Anselm? Jetzt bin ich gespannt. Ey. Ich würde die einfach mal so abarbeiten, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was über deine Person noch was herausfinden. Bist du bereit? Ich bin bereit, bin bereit. Okay. Die erste Rubrik ist Expertentipps. Also ein Tipp oder ein Ratschlag, den du den Zuhörer, Zuhörerinnen geben würdest für angehende Trainer oder einfach Menschen, die sich für den Sport interessieren, aus deiner Expertise. Also ich glaube, dass es total wichtig ist, sich selbst zu kennen, ja, bevor ich versuche, viel über andere kennenzulernen. Ich sollte herausfinden, was ist mir eigentlich überhaupt wichtig im Leben? Welche Werte oder nach welchen Werten lebe ich? Um dann eben auch zu reflektieren, zum Beispiel, wo habe ich meine Schattenseiten und wo habe ich eben auch meine Stärken? Denn wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich, glaube ich, auch deutlich bessere Arbeit machen, egal in welchem Umfeld ich unterwegs bin. Und vor allem erzeugt das auch eine gewisse Selbstwirksamkeit. Und diese Selbstwirksamkeit ist extrem wichtig, glaube ich, auch, um dann eben die eigenen Ziele auch erreichen zu können. Schön gesagt. Das stark gebrüllt, Löwe. Liebe erst dich selbst, bevor du jemand anderen lieben kannst. Sehr gut. Das wäre jetzt die Kurzfassung. Ja? So. Wunderbar. Sehr schön. Zweite Frage ist eine Buchempfehlung von dir. Eine Buchempfehlung. Ja, ist eine spannende Frage. Ich muss mich derzeit ein bisschen rügen, weil ich derzeit nicht so zum Lesen komme. Aber ich mag die Bücher von John Strelecki einfach total gerne. Big Five for Life zum Beispiel. Wenn ich jetzt über das spreche, was ich gerade gesagt habe, dann ist das sozusagen der passende Buchtipp eigentlich dazu. Ist natürlich ein Buch zu einem Themenfeld, da muss ich schon offen für sein. Ja, und würde ich jetzt auch nicht immer lesen. Ich bin auch derjenige, wenn ich mal im Urlaub bin, dann lese ich auch vielleicht auch gerne mal einfach ein Krimi oder so. Es muss dann nicht immer etwas rund um Persönlichkeit sein. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Verschenke ich auch gern. The Big Five for Life. Schreibt es euch auf. Gutes Buch, kann ich auch nur empfehlen. Und Josie hat noch eine Fragerunde vorbereitet, und hier steht Fragenhagel. Oh. Das klingt so negativ. Josie, willst du übernehmen den Fragenhagel? Also ein Hagel geht ganz schnell, okay. Du musst sofort antworten.
Okay, ich versuche es ganz schnell. Lieblingsmotivationssong. Boah, oh, da erwischst du mich gleich richtig, richtig falsch. Boah. Boah. Motivationssong. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich so, der sich einen Song reinzieht vor einem wichtigen Termin und dann extrem motiviert deswegen rausgeht. Aber ich mag zum Beispiel Numb & Core gerne. Ja, sehr guter Song. Kenne ich, ja. Das war sehr langsam. Das wäre sehr langsam. Wir sollten jetzt schneller werden, glaube ich. Nein, ist ein guter Song. Okay, weiter geht's. Wenn du ein Buch über dein Leben schreiben würdest, wie würde der Titel lauten? Manchmal passieren die Dinge, obwohl du sie gar nicht geplant hast. Gut. Das ist gut. Willst du es lesen? Ja, definitiv. Okay, ein Tag mit einem Athleten verbringen, wer wäre das? Ich glaube tatsächlich, es wäre Lionel Messi. Würde ich echt gerne mal sehen, was der so den ganzen Tag macht. Ich sehe gerade, wie Josie eine Träne runterläuft. Josie. Das wäre jetzt die perfekte Antwort gewesen, oder? Da hätte ich 100 Punkte gekriegt. Warum? Also das würde mich noch interessieren. Bist du, man muss sich ja mal ganz ehrlich, mal unter uns, wir hatten die Diskussion auch schon, irgendwie gibt es ja Team Lionel Messi und Team Cristiano Ronaldo. Jetzt, wo beide nicht mehr in Europa spielen, sind wir, glaube ich, alle traurig, dass beide nicht mehr da sind und können appreciaten, dass beide diesen Fußball so toll geprägt haben und so einzigartige Fußballer sind, die unmenschliche Leistung eigentlich abgerufen haben. Warum Lionel Messi? Ja, ich hätte jetzt Cristiano Ronaldo auch nennen können, aber Lionel Messi, ich finde es halt einfach Wahnsinn, was der erreicht hat. Ein sehr kleiner Fußballspieler, ja, das war ja sozusagen sein Leben schon immer, eigentlich körperlich unterlegen, der es dann zu so einer sportlichen Leistung gepackt hat. Ich würde halt einfach gerne sehen, was macht denn der so den ganzen Tag? Wie bereitet der sich vor? Was macht er anders? Und natürlich ist er wahrscheinlich auch mit einem extremen Talent einfach gesegnet und hat dadurch gewisse Vorteile, aber ja, er hat wohl viel richtig gemacht. Dann buchen wir den Flug direkt nach Miami, würde ich sagen. Wunderbar. Ist es die Überraschung, die dann praktisch dann gleich verkündet wird, oder? Okay, weiter geht's. Witzigste Ausrede für verpatztes Training. Oh, ja, da habe ich eine gehört, das war Wahnsinn. Ja, derjenige ist mit der S-Bahn ins Training gekommen und hat dann gesagt, sorry, die S-Bahn hatte einen Platten. Das war natürlich eine schlechte Ausrede. Oh, ist gut. Ausbaufähig. Was hast du dann gesagt? Also ich glaube, da konnte ich nicht viel sagen. Ich glaube, da war ich einfach sprachlos. Boah, das ist gut. Kurioseste Sportart, die du jemals ausprobiert hast? Kurioseste Sportart? Also ich habe Headis auf jeden Fall im Kopf, weil, kennt ihr Headis? Headis ist ja mit so einem kleinen Ball, wurde auch extra dafür sozusagen hergestellt, ist eine Sportart, die du die auf einer Tischtennisplatte spielst und mit dem Kopf, also Kopfball-Tischtennis. Ach so, ja, doch. Ja. Und fand ich ziemlich cool. Also gibt es sicherlich Verrückteres, aber das fand ich ziemlich cool. Ja, und eigentlich schaut es schon ziemlich crazy aus, wenn dann die Leute da alle mit so einer Tischtennisplatte stehen und alle mit dem Kopf die ganze Zeit so schütteln. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Müssen wir auch mal machen. Challenge gegen Josie. Ist empfehlenswert. Ja, auf der Tischtennisplatte hier. Okay, letzte Frage, aber ich glaube, vielleicht durch deine Antwort davor kann man die schon selbst beantworten. Ein Tag mit den Fähigkeiten eines Athleten. Wer wäre das? Ja, Usain Bolt. Ich würde gerne mal wissen, wie das denn so ist, so schnell zu laufen. Ja, also, ja, doch. Immer wenn man sich denkt, man muss noch die Bahn bekommen oder den Bus, und dann überholt man den Bus einfach. Wenn ich an meinen letzten Flug denke, da musste ich ganz schön schnell laufen, da hätte ich mir echt Zeit sparen können, ja, mit so einem kurzen Sprint. Ja, definitiv. Ja, am Flugzeug vorbeisprinten und selber abheben. Wunderbar. Passt es. Hier steht noch was bei mir auf meinem geheimen Zettel. Ah ja, okay. Du hast gerade Usain Bolt erwähnt. Der hat vor seinen wichtigsten Ereignissen hat er immer Chicken Nuggets gegessen
muss man nicht verstehen, aber für ihn war es etwas, was er gern gemacht hat und er weiß, was da drin steckt und das hat ihn einfach Glück gebracht. So. Und das ist für viele nicht verständlich. Und da wollten wir dich einfach fragen, was ist so ein Ritual, das du vor wichtigen Ereignissen machst? Also ich esse keine Chicken Nuggets. Ja. Freunde von mir würden sagen, das glaube ich dir nicht. Ja. Kann ich mir vorstellen, aber was mache ich da? Ich versuche, in einen gewissen, ja, ruhigen Zustand zu kommen, möglichst Stress auch zu vermeiden, um einfach einen Fokus auch zu haben. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist immer Vorbereitung. Ja? Gut vorbereitet zu sein. Wie sagt Michael Leopold immer so schön in seinen Kommunikationsschulungen, man muss ein Ass erstmal in den Ärmel stecken, ja, um es dann eben später ausziehen zu können. Also ich glaube, Vorbereitung ist einfach ein sehr, sehr gutes Stichwort. Absolut, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, Vorbereitung ist immer key und Hard Work always pays off. Das ist auch, glaube ich, für jeden Trainer oder für jeden Spieler genau das Rezept. Man kann Talent haben, wie man möchte, aber am Ende geht es darum, wer läuft die Extrameile. Wer bildet sich weiter, wer möchte an seinen Kompetenzen arbeiten, um nochmal im Rahmen dieses Podcasts und der heutigen Show einfach zu bleiben. Und da ist es halt wichtig, eben ja immer die nötige Vorbereitung eben zu machen, auch wenn man eben Stress hat, wenn man eben Frau und Kinder hat und das Training aber trotzdem noch vorbereitet für die Kreisliga. Und da, glaube ich, trennt sich dann eben die Spreu vom Weizen. Und da würde ich auch gerne den Podcast heute beenden mit Hard Work Beats Talent. Und möchte mich herzlich bedanken bei dir, Anselm, dass du heute da warst. Es war eine sehr, sehr interessante Show mit dir. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Das ist immer so bei guten Gesprächen. Danke. Die ganzen guten Sprüche jetzt am Ende raus, ne? Das, ja, ist gut. Bis bald. Danke, Anselm. Danke, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis bald. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal bei Sportfunk, dem Podcast von Coach Whisperer.